Ich komme hier schon. Fahrt nicht ohne mich. Nein. Naja, dann warten wir eben auf das nächste Auto. Denn dieses Auto wird an uns an einen ganz besonderen Ort bringen. Nämlich zu Talking Ben. Ihr seht es. Dort steht es schon. Wir spielen heute mal die Talking Ben Story. Und mal schauen, was auf jeden Fall dort passieren wird. Ob er böse sein wird. Ob er lieb sein wird. Und ob er vielleicht sogar mit uns sprechen wird. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Und damit, hey Freunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gebt dem Video jetzt mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, wir spielen heute mal die Story Ben. Das bedeutet die Talking Ben Story hier in Roblox. Oh ja, falls ihr Talking Ben nicht kennt, das ist ja diese eine Hund, womit man reden kann. Aber viele sagen, er hätte irgendwelche Geheimnisse vor sich. Und er würde auch richtig gruselige Antworten teilweise geben. Und ich würde sagen, hey Leute, eine Person ist da. Und die denkst du, Alter, Leute, steigt ihr mal ein oder soll ich alleine? Hey, ich bin auch eingestiegen. Hey, stopp. Hi, Moment. Oh, alles gut bei dir? Alle rein da, wow, da sind wir dann auf jeden Fall jetzt 6 Leute drin. Ey, Junge, jetzt, hier ist eng hier hinten, hört mal auf zu drängeln. Leute, yo, wer sitzt da auf meinem Kopf hinten drauf, Alter? Es ist eng hier drin. Wie soll denn so ein Auto überhaupt 12 Leute reinpassen, ey? Das kann nicht sein. Und runter von meinem Schoß, Jeremy, habe ich gesagt, ey. Auf meinem Schoß wird sich nicht gesetzt, ey. Ich würde sagen, das Auto fährt jetzt auf jeden Fall los. Oh, ey, steig doch rein, Kollege, steig ein. Nein, das Auto ist auf jeden Fall voll, oh ja. Und ich würde sagen, ab geht es, die Talking Ben Story kann losgehen. Oh mein Gott, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was uns jetzt in der heutigen Story auf jeden Fall erwarten wird. Story und Ben. Oh ja, Talking Ben. Wir alle kennen ihn auf jeden Fall. Der sprechende, gruselige Hund, der auch diese App hat, womit man auf jeden Fall reden kann. Ich habe diese App noch nie ausgetestet, muss ich sagen. Aber vielleicht ist es auch besser so. Alles klar. Oh, wer ist denn da? Da ist Tommy und da ist die Mutter von Tommy. Alles klar. Yo, Tommy. Tommy meine ich. Ja, was geht ab? Hallo Leute, willkommen zu meinem Haus. Oh ja, schickes Haus, muss ich sagen. Das ist meine Mutter. Oh ja, hallo Mutter oder wie auch immer du heißt. Okay, dann würde ich sagen, hallo Kinder, schön euch kennenzulernen. Okay, dann würde ich sagen, Alter, was haben die denn hier für ein Haus? Guckt euch das Ganze mal. Die haben einfach einen Spielplatz und sowas. Geht herum und schaut euch um das Haus herum. Fühlt euch auf jeden Fall wohl. Alles klar, würde ich sagen, klopf, klopf, hallo, ist hier wer? Oh, hier ist ein kaputter Fernseher. Hier ist mein Bett auf jeden Fall. Hier werde ich chillen. Hey, Alter, Junge, ich stehe im Bett einfach drin. Ah, chilliges Haus haben die auf jeden Fall hier am Start. Sogar mit einem eigenen Garten und sowas. Alles klar. Das bedeutet, hier werden wir jetzt, Hallöchen Mädels, auf jeden Fall hier ein paar Tage auf jeden Fall drin bleiben. Sogar Gemälde hier. Die habe ich gemalt. Leute, was gibt es, Tommy? Es ist richtig schön hier, muss ich sagen, in deinem Haus. Lass uns ein bisschen im Garten spielen, bevor es dunkel wird. Oh ja, im Garten spielen, Freunde. Ab geht es. Okay, los geht es, Leute. Da würde ich sagen, oh mein Gott, Messi. Und oh mein Gott, und Tor. Da haben wir ein Tor geschossen. Oh ja, es gibt einen Spielplatz und wir können Fußball spielen. Ja, ich bin hier schon mitten dabei. Alter Junge, gib mir den Ball her. Komm her, ich dribbel dich aus. Oh, werde ich ausdribbeln. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Let's go. Ey, guck mal, ich schieße den Ball einfach weg. Krieg mich doch. Alter, wir rennen jetzt einfach weg, ey. Ja, kriegst du deinen Ball. Tschüss. Okay, und Junge, es gibt hier sogar einen riesen Spielplatz oder so. Und wartet, Leute, ich habe eine Idee. Was gibt es, Tommy? Erzähl uns von deiner Idee und lass uns Talking Ben spielen. Was? Wow. Oh mein Gott. Talking Ben oder irgendwie sowas? Alles klar. Ich habe das noch nie gespielt, muss ich sagen. Gut, das ist ein Handy. Kommt her, Leute. Es wird Spaß machen. Das ist das neue Spiel, wovon jeder redet. Alles klar, Freunde. Da ist der Freund Talking Ben. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung ist, damit jetzt zu spielen. Fragt ihn ein paar Fragen. Okay. Was sollen wir denn fragen, Freunde? Ben. Ben, bist du echt? Und er sagt ja einfach. Alles klar, das ist schon ein bisschen komisch oder sowas. Ben, sind wir Freunde? Nein, sagt er einfach. Hä? Was ist hier? Er guckt auf einmal richtig sauer. Warte, Ben, was ist 9 plus 10? Er lacht einfach. Ja, du bist genauso gut in Mathe wie ich, muss ich sagen. Also, es muss eine Ja- oder Nein-Frage sein, sagt Tommy. Okay, da würde ich sagen, was sollen wir ihm noch für Fragen stellen? Okay, Ben, kannst du fahren? Fragt auf jeden Fall einer. Der hat keinen Führerschein. Das ist ein Hund, ey. Wie soll der denn fahren? Ben, magst du mich? Nein, sagt er. Alter, der guckt auch die ganze Zeit richtig genervt, muss ich sagen. Ben, kannst du einen Trick machen? Auch, sagt er auch nein, okay? Der ist echt hier nicht der gesprächigste Hund, muss ich sagen. Immer ja, nein, die ganze Zeit. Ben, bist du in Wirklichkeit böse und
Er hat ja gesagt, Freunde. Hä? Was passiert da? Was passiert da? Was passiert mit meinem Handy? Oh mein Gott, es flackert. Die App. Ich glaube, die App stürzt ein oder irgendwie sowas. Und vielleicht hat Ben und hat dein Handy gehackt. Oh mein Gott, warte mal. Was ist jetzt passiert mit deinem Handy? Hey, Talking Ben. Und die App hat sich einfach geschlossen und irgendwas passiert. Ihr seid doch verrückt, Leute. Es ist nur ein Spiel, sagt Tommy. Ja, nur ein Spiel. Alles klar. Naja. Kinder, kommt rein. Ich habe Abendessen gemacht für euch. Oh yeah, let's go. Da bin ich. Oh ja, bei Essen sage ich, lass mich nicht zweimal lumpen. Alter, was ist das immer für ein Familienfoto? Cooles Foto auf jeden Fall. Bitte nehmt euch auf jeden Fall ein Stück Pizza. Und ich habe auch Kekse gemacht. Oh ja, gib mir die Pizza, gib mir die Pizza. Nee, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Pizza, Pizza, Pizza. Pizza, Pizza. Lasst es euch schmecken. Oh ja, nom, nom, nom. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall eine Pizza. Leute, komm, lass uns ein bisschen Fernsehen gucken. Wir hocken uns auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen hin. Oh, geil, ey. Das ist echt ein chilliges Leben hier, muss ich sagen. Einfach hier Pizza essen und Fernsehen gucken. Oh ja, und hey, Kollege. Guck mal, der setzt sich auch nämlich. Ja, das glaube ich, erzähl mal so ein bisschen von deinem Leben. Was machst du so hier? Okay. Es ist sehr, sehr dunkel draußen. Stimmt, Freunde. Guck dich das Ganze an. Es wird dunkel. Das bedeutet, es ist Zeit zum Schlafen gehen. Oh ja. Oh, schnell nach oben, Freunde. Das coole Bett. Das müssen wir auf jeden Fall für uns reservieren. Ach, okay, Mama. Ja, dann würde ich sagen, los, sucht euch ein Bett und geht schlafen. Okay, dann würde ich sagen, oh mein Gott, es gibt hier Hochbetten. Okay, ich würde sagen, woher legen wir uns? Hey, Kollege. Warte mal. Hey, du, da sollst du mit einem Bett schlafen? Junge, der ist einfach ein Ritter. Wie verrückt. Okay, ich würde sagen, wir legen uns jetzt einfach hier hin. Ach, let's go. Guck mal, ich habe noch ein Stück Pizza einfach mit reingeschmuggelt. Ha, hier rein und hey, du da oben. Wehe, du krachst da oben ein und stürzt auf mich, ne? Naja, pass ein bisschen auf, ey. Und ich hoffe, du schnarchst auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir sind jetzt auf jeden Fall alle in den Betten am Start. Ich bin auch schon gut müde geworden, muss ich sagen. Und Tommy steht da auf jeden Fall auch schon. Gute Nacht, alle. Ja, gute Nacht. Junge, sicher, dass du da schlafen willst? Der Bett einfach unterm Bett. Schlaf gut und lass die Käfer euch nicht beißen. Hä? Warte mal, was für Käfer? Naja, ich würde sagen, ach, gute Nacht, Freunde. 30 Minuten später. Alles klar. Wir sind auf jeden Fall am Schlafen. Warte mal, runter von meinem Bett. Hey, was machst du in meinem Bett drin? Du sollst doch hochgehen. Ach, ich kann nicht schlafen. Seid ihr noch wach, Leute? Hey, Tommy, wie du kannst nicht schlafen? Alter, was geht hier für eine fette Action ab? Also keiner am Pennen ist. Ja, wir sind alle wach. Oh ja. Okay, wir sind alle jetzt auf jeden Fall wach oder sowas. Leute, habt ihr mein Handy gesehen? Was passiert hier? Und warte mal, da ist dein Handy, Freunde. Sein Handy. Hab ich gerade beendet. Warte mal, das war ja wirklich. Hallo, und da ist der. Die App hat sich einfach geöffnet und warte mal, Leute, was passiert hier? Oh mein Gott, ein Portal öffnet sich oder sowas. Leute? Irgendwie, geht es hier das Ganze gar nicht gut aus und, wow, wir werden alle reingezogen. Wir werden, oh mein Gott, nein, alle in das Portal, ins Handy einfach reingezogen. Was passiert da? Alter Schwede, die App Talking Ben hat sich einfach von alleine aufgelöst. Und was ist passiert? Sind wir jetzt in der App drin oder wie? Sind wir jetzt im Handy drin? Und was ist passiert? Und was machen wir? In Bens Haus? Und was? Wir sind jetzt im Haus von Ben. Wir sind jetzt in der Talking Ben-App und da ist der, Freunde. Wir sind im Handy drin. Es ist so cool. Alter, das ist ganz gar nicht cool, ey. Hey, Ben, hier, braves Hündchen. Pizza, willst du ein bisschen Pizza, Ben? Oh, ja. Okay, irgendwie macht er mir ein bisschen an. Hey, Ben, sagt auch einer. No, das kann nicht sein. Es ist Ben. Oh ja, Freunde, wir sind jetzt wirklich im Haus von Talking Ben einfach. Guckt euch das Ganze an. Das ist nicht cool, Leute. Ich will nach Hause gehen. Ist so, wir kommen jetzt vor allem hier nach Hause. Und überall hängen hier im ganzen Zimmer von Ben auch überall Häuser. Und das ist ja, Freunde, Talking Ben. Das kann nicht sein. Lass uns hier für eine Kleinigkeit bleiben, für eine kurze Zeit. Wir haben keine Mutter, das bedeutet kein Boss um uns herum. Oh ja, wir können machen, was wir wollen, aber eigentlich, Freunde, habe ich trotzdem ein bisschen Angst vor diesem Hund. Alles klar, Ben, sagt auch wer. Oh Gott, schaut euch den ganz Mann. Und von hier hat er auf jeden Fall mit uns geredet in seiner App und wir sind wirklich in der App drin. Warte mal, was passiert hier? Stromausfall? Leute? Was passiert hier? Leute, hat irgendwer das Licht ausgemacht? Hey, du da, hast du das Licht ausgemacht oder wie? Und oh, sie hat auch. Oh mein Gott, Angst. Oh mein Gott, was ist das? Jeder rennt. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Rennt, 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 rennt. Was ist passiert? Was ist los? Ben, Talking Ben ist böse geworden. Oh Gott, Leute. Oh Gott, Ben. Willst du ein Stück Pizza? Oh mein Gott, er verfolgt uns alle. Rennt! Er verfolgt uns alle. Nein, nein, nein. Er kommt die Treppe nach oben. Was passiert hier? Guckt euch das Ganze mal an. Er hat einfach, oh mein Gott, rote Augen bekommen. Hier sind wir auf jeden Fall sicher vor ihm. Pizza. Leute, wir müssen hier bleiben. Pizza! wir sind hier oben sicher. Oh, nein, vor ihm. Und er kommt die Treppe nach oben. Nein. Da ist der, Freunde. Nein.
Oh mein Gott, oh mein Gott, Talking Bad, er ist aufgestanden. Nein, es sind uns her, es sind uns her. Rette sich weg an, Freunde. Wir müssen jetzt hier wegrennen. Um unser Leben. Nee, nee, nee. Oh Gott, Leute. Oh mein Gott. Hä? Ist er verschwunden? Oh, er ist oben, er ist oben. Junge, kann er sich teleportieren oder was ist denn da los? Oh Gott, es flackert wieder das Licht. Leute, Leute, Leute. Ich versteck mich in der Waschmaschine. Oh Gott, sind wir losgeworden? Alles gut bei euch, Leute? Wo ist der, Freunde? Oh, hallo, ist der oben? Das Licht ist wieder an. Er ist aber weg. Er ist von einem Sessel aufgestanden einfach. Okay, ich glaube, wir sind uns sicher. Ich weiß nicht. Und vor allem, wir kommen hier raus, Tommy. Was hast du mit uns getan? Wir sind jetzt hier in deinem Handy drin, in der Talking-App drin. Wir müssen nur einen Ausweg finden hier, Leute. Oh ja, das habe ich auch schon gesagt. Es gibt eine Tür im Keller, aber sie ist verschlossen. Im Keller gibt es hier? Wir schauen uns auf jeden Fall mal um. Finde dir den Schlüssel, oh ja, um die Kellertür zu öffnen. Okay, da würde ich sagen, Schlüssel. Wo haben wir denn hier einen Schlüssel, Freunde? Oh, hier vielleicht bei den Kartons oder was. Leute, wir müssen es ausplitten. Alle Mann sucht einen Schlüssel. Nee, hab leider keinen gefunden. Und wir müssen anscheinend hier in den Keller. Da ist genau der Weg hier zu dem Keller oder sowas. Oh, wir gönnen uns mal hier erstmal. Oh mein Gott, ein Stück Pizza. Let's go. Okay, okay. Da habe ich das Ganze auf jeden Fall hier ausgegessen. Haben wir hier irgendwas? Irgendeinen Schlüssel in der Ecke? Oh, nein. Haben wir anscheinend auch nicht hier im Karton oder sowas. Leute, als ob hier keiner jetzt hier den Schlüssel gefunden hat oder sowas. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier nach unten in den Keller. Vielleicht haben wir hier unten irgendwas und da sind wir Freude. Gute Arbeit, Leute. Lass uns einen Weg rausfinden. Jo, sie haben ihn schon geöffnet, was? Ah, hier war der Schlüssel. Wow, aua. Also die Landung hier in den Keller hätte man echt besser lösen können. Als ob sie einfach keine Leiter gibt und... Wo zum Geier sind wir hier? Alter, ist so, Freund, wir sind jetzt... Oh mein Gott, nicht runterfallen, Leute, nicht runterfallen. Wir sind jetzt hier im Keller oder sowas von Talking Bens Haus, Alter. Junge, 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 wie tief geht es nach unten? Guck dich das Ganze mal an. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist der einzige Weg, wie wir hier rauskommen. Oh ja, Tommy, du sagst es, ey. Ich hoffe, wir werden auf jeden Fall einen Ausweg finden. Los, Leute, folgt mir, alles klar. Wir gehen jetzt auf jeden Fall... Alter, wie tief geht es? Es geht noch tiefer. Nach unten. Und hier sind wir auf jeden Fall unten angekommen. Wo sind wir hier zum Geier? Was ist das hier für ein Versteck oder so? Hier gibt es überall solche Baseballschläger. Und eine Schaufel gibt es hier auch auf jeden Fall am Start. Guckt euch das Ganze mal. Hier ist irgendwas. Hier ist doch irgendwas. Hallo? Hallo? Ist da irgendwer? Klopf, klopf. Können wir da irgendwie runter? Nee, sieht anscheinend auf jeden Fall nicht aus. Und wo ist Tommy? Tommy? Wo ist Tommy? Hey, kommst du runter, Kollege? Wir warten ja auf dich. Was sollen wir jetzt auf jeden Fall machen? Wir müssen wahrscheinlich irgendwie jetzt hier rauskommen oder sowas. Und ich hoffe... Ah, da ist der. Hey, Junge, hast du wieder getrödelt oder was, Tommy? Vor allem, sagt, folgt mir. Und wir gehen alle vor und er kommt als letztes. Ja, ja, ja. Typisch Tommy. Okay, was sollen wir jetzt auf jeden Fall machen? Okay, was sagt der? Es gibt ganz, ganz viele Baseballschläge hier unten. Oh ja, die habe ich auch gesehen, Freunde. Ganz, ganz viele. Können wir uns vielleicht so irgendeine nehmen? Los, Leute, nimmt einen. Vielleicht brauchen wir sie später. Oh ja. Eine weitere Tür. Diese ist außerdem wieder verschlossen. Oh Gott, wow. Ab geht es nach unten, wow. Wuhu, ja. Los geht es und ab geht es, juhu. Und moin, moin, da bin ich. Ja, wie wir alle nacheinander runterfallen, Alter. Okay, anscheinend war die Tür doch nicht verschlossen. Wir sind jetzt hier in der Kanalisation. Ew, die Kanalisation. Das stinkt hier wirklich total. Aber ich glaube, das ist unser einziger Ausweg, wie wir auf jeden Fall von Talking Ben entkommen können. Es sieht so aus, als wäre es der einzige Weg hier raus. Oh ja, Tommy, du sagst auf jeden Fall. Und da, oh mein Gott, ich weiß schon, wir müssen jetzt einen Obby machen. Wir müssen jetzt hier wahrscheinlich diesen Parcours bewältigen, um vor dem Haus von Talking Ben hier zu entkommen. Und ich hoffe, wir sind denn erstmal los, diesen verrückten Psycho-Hund oder irgendwie sowas. Wir müssen auf die andere Seite gehen. Oh ja, würde ich sagen, los geht es, Leute, komm, drückt uns die Daumen und mal schauen, ob wir es alles schaffen werden. Was? Einer ist schon runtergefallen. Einer ist einfach runtergefallen. Hä? Leute, was macht ihr? Warte, kann ich dich safen oder irgendwie sowas? Leute, 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 oh Gott, kann ich euch safen? Oh mein Gott, ich kann sie retten, ich kann einige einfach retten. Okay, Leute, wir müssen zusammenhalten, wir müssen jetzt als Team hier zusammenhalten. Ich rette euch, falls es irgendwelche Probleme gibt. Und oh mein Gott, okay, okay, komm schon, ich safe ihn. Alter, und die haut den einfach nur mit Baseballschläger drauf. Das ist aber echt nicht nett, muss ich sagen. Oh mein Gott, oh, wir haben auch nicht viel Zeit, Freunde. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Okay, Leute, ich kann euch doch nicht helfen. Tschüss, ich bin jetzt weg hier. Ganz, ganz schnell, bevor wir es gleich selber nicht zeitlich schaffen. Weil, Freunde, wir müssen jetzt auf jeden Fall jetzt hier aus dieser Kanalisation, hoppa, hoppa, hier rauskommen. Alter, es wird hier immer und immer dunkler. Aber, okay, jetzt 20 Sekunden. Okay, easy. Leute, alles gut dahinten. Okay, sehr, sehr gut. Und da ist ja Tommy. Tommy, moin, moin, der Obby King ist auf jeden Fall auch am Start. Oh mein Gott, was? Wir sind nur zu dritt oder wie? Der Rest hat es nicht geschafft, ey, und, oder wie? Hallo? Kommt da noch irgendwer? Sie ist die letzte tatsächlich. Komm, 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 und jawohl. Sehr, sehr gut. Da sind wir jetzt auf jeden Fall, oh mein Gott, am Ende rau angekommen. Wo sind wir jetzt hier? Vor allem, wie können wir jetzt hier weiterkommen? Was können wir jetzt hier machen? Puh, das war knapp. Auf jeden Fall, Junge, wir waren einfach so viel. Auf einmal sind wir nur noch drei Leute oder irgendwie sowas. Das sieht aus wie ein tödliches Ende. Oh ja, Freunde, kein Ausweg. Wo denkt ihr, Leute? Wir werden hier hingehen. Hallöchen, also wir hatten eigentlich vor dir abzuhauen, weil du uns halt ein bisschen Angst gemacht hast. Tommy!
Talking Bannister. Ich dachte, ihr wolltet mit mir befreundet sein. Oh nein, Talking Bannister. Auf keinen Fall. Lasst uns in Ruhe. Bleibt mit mir für immer. Und auf einmal kannst du reden, ist so, Freunde. Auf einmal kann Talking Ben nicht nur ja oder nein sagen. Und wow, oh mein Gott. Alter Schwede, was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Auf einmal kann er jetzt reden. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall Evil Ben besiegen. Leute, schlag drauf. Und hä? Oh nein, wir sind nur noch zu zweit, Freunde. Wir sind nur noch zu zweit. Komm schon. Friss das, Ben. Friss das. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Oh mein Gott, er ist aufgestanden. Okay, Freunde, das ist jetzt anscheinend hier der Bossfight. Und oh mein Gott, was geht denn da ab? Hier seine Armee. Hallöchen, Kollege. Alles klar. Boom. Friss das. Oh nein, Junge, erledig mich. Hilfe, 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 Hilfe. Oh nein, und hier kommen überall Spikes. Nein, wir rennen weg. Wir rennen weg. Lass uns in Ruhe talken. Ben, Tobi, kannst du auch mal was machen, außer hier rumstehen. Und oh mein Gott, sie hat sich drum gekümmert. Schnell, spring drauf. Und alter Schwede, was wird jetzt passieren? Junge, der fliegt einfach. Da ist der Freunde Talking Ben einfach. Ich wusste doch, dieser Hund ist echt total gruselig. Ey, guckt ihn euch mal an. Mit seinen roten Augen. Okay, okay. Das Giftwasser hier ist auf jeden Fall wieder unten. Let's go. Und jetzt. Oh mein Gott, nein, die Spikes. Ich dachte, wir können ihn angreifen. Aber gleich müssen wir doch auf jeden Fall jetzt wieder hier angreifen können. Komm schon. Und wow. Oh mein Gott, seine Armee. Da ist wieder wer von seiner Armee. Komm her, wir machen ihn fertig. Boom, boom, boom. Ha. Let's go, Alter. Zu zwei. Auch wenn wir nur zu zweit sind. Wer mir das. Oh mein Gott, nein. Oh, auf jeden Fall schaffen. Pass auf. Spring. Sehr, sehr gut. Und jetzt kommt schon, Freunde. Er kann. Oh, er hat nicht mehr viel Leben. Oh, Talker. Los. Bam, bam, bam. Friss das, Ben. Friss das, Talking Ben. Du böser Hund. Komm schon. Und wir haben es geschafft. Let's go. Oh ja, sehr, sehr gut. Ben? Nein, sagt er. Oh doch, Ben. Wir haben dich fertig gemacht. Es tut mir leid, aber ich war bloß so einsam. Warte mal, was redet ihr jetzt für einen Unsinn? Wieso einsam? Junge, du hast uns hier eingesperrt. Als ich gehört habe, dass ihr mich verlassen wolltet, wurde ich sauer. Warte mal, okay. Es tut mir so leid, Freunde. Was geht denn jetzt ab? Auf einmal entschuldigt er sich und er war nur so böse zu uns, weil er gehört hat, dass wir ihn wieder verlassen wollten. Und er war anscheinend so einsam. Es ist okay. Wir werden dir vergeben, glaube ich. Werden wir ihm jetzt vergeben? Warte, ich habe eine Idee. Was ist los, Tommy? Was ist? Ist das vielleicht irgendeine Falle oder irgendwie sowas von dem? Wer weiß, ey, von diesem Gruselhund. Was ist, wenn du mit uns zurückkommst? Du kannst mein Haustier sein. Was? Sei dein Haustier, Tommy. Überleg dir das. Genau, richtig. Wirklich? Dein Haustier? Ich weiß immer noch nicht, Freunde, ob wir jetzt Talking Ben tatsächlich vertrauen sollen. Wir müssen die Entscheidung treffen. Was sollen wir tun? Sollen wir Ben mitnehmen als Haustier? Oder sollen wir ihn hier allein lassen? Ich würde sagen, wir nehmen ihn mit, Freunde. Komm, wir geben ihm eine zweite Chance. Ich glaube immer an das Gute in den Menschen. Oder halt, ja, in den Hunden hier, in den Tieren. Und ich hoffe, er hat seine Lektion gelernt. Okay, Ben, du kannst mit uns mitkommen. Ich hoffe, Freunde, das war jetzt auf jeden Fall die richtige Entscheidung, die wir getroffen haben. Vielen Dank. Ich werde euch hier rausholen, Leute. Und, oh mein Gott, da werden wir durchs Portal gezogen. Let's go. Wow. Plopp. Da bin ich aus dem Portal auf jeden Fall wieder draußen. Haben wir es jetzt geschafft, Freunde? War das die richtige Entscheidung oder war es doch nur eine Falle vor dem bösen Talking Ben? Wir werden es herausfinden. Jo, da kommen wir aus dem Portal wieder raus hier. Wir sind wieder zurück zu Hause. Let's go. Da sind wir auf jeden Fall jetzt wieder angekommen. Hey, wo sind wir hier? Und da ist der Talking Ben. Und Ben ist auch hier. Let's go. Er hat jetzt einfach hier Ben einfach als Haustier in seiner Hundehütte. Guckt euch das Ganze an. Das ist das gute Ende. Das bedeutet, wir haben uns jetzt in der Talking Ben-Geschichte auf jeden Fall für das richtige Ende entschieden. Und er ist jetzt einfach das Haustier von Tommy geworden. Ey, sehr, sehr gute Arbeit von uns. Wir haben alle Entscheidungen richtig getroffen. Das war's jetzt auf jeden Fall mit der Talking Ben-Story hier in Roblox. Ey, was war das bitte für ein krasses Ende? Am Ende wurde er tatsächlich doch noch lieb und er hat gesagt, dass er einfach einsam war und nur deswegen war er die ganze Zeit so böse zu uns. Aber am Ende wurde er einfach sogar noch als Haustier von Tommy genommen. Das bedeutet, Ende gut, alles gut. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.